So. Jetzt sind wir lost. Jetzt sind wir sowas von lost, ne? Hab ich schon mal gesagt. Ist das nicht cringe, wenn ich sowas sage? Das war jetzt cringe. Das ist cringe. Das kommen wir auch nicht mit klar. Mit das selber. Ja. Okay, wir sind lost in translation. Oh. Wir sind German Natives und machen unsere Spiele auf Deutsch. Stimmt. Alle. Ja. Na, das ist aber nicht der Regelfall bei Entwicklern. Die meisten Spiele in Deutschland haben auch immer eine englische Version und werden auch auf Englisch produziert. Häufig, ja. Vor allen Dingen, wenn man kleiner ist noch als wir jetzt, dann bietet sich das an, weil man dann einfach einen größeren Abnehmermarkt hat. Ja, und aber was ist besser? Im Endeffekt entscheidet ihr, dass das besser ist, ja, indem ihr das eine oder das andere zockt. Mhm. Vornehmlich. Aber das Original von Piranha Bytes Spielen ist immer Deutsch. Ja. Nicht Englisch. Englisch ist, das kommt danach, so. Ne? Stimmt. Und wir haben weniger als 100 Leute gefragt, in welcher Sprache spielst du denn am liebsten deine Games? Na, einfach mal so unverfänglich, egal, also jetzt nicht Piranha Bytes spezifisch, sondern einfach überhaupt Games. Und das fanden wir spannend und dann haben die Folgendes gesagt. Ich spiele eigentlich, wenn die Synchronisation gut ist, lieber die deutsche Version. So. Deutsch. Ich habe zwar auch viel auf Englisch gespielt, manchmal auch auf Japanisch, da verstehe ich dann halt nichts und freue mich trotzdem, dass es so hübsch aussieht. Aber wenn es eine deutsche Tonspur gibt oder deutsche Texte, dann bevorzuge ich das, weil ich damit auch, ja, das ist halt meine Muttersprache und ich verstehe es am schnellsten und selbst wenn ich Englisch zu 90% was verstehe, sind da vielleicht doch immer mal 2-3 Worte zwischendrin, wo ich es nicht genau weiß und da ist bei Deutsch das einfach nicht der Fall. Also insofern auf jeden Fall Deutsch. Mein Lieblingsspiel ist Red Dead Redemption und ich verstehe, dass man damit nochmal ein ganz anderes Feeling rüberbringt, wenn man John Marston oder Arthur Morgan mit dem Slang sprechen hört oder sprechen lässt, das verstehe ich. Trotzdem mag ich das ganz gern, wenn es, wie gesagt, gut synchronisiert ist, das auch in Deutsch zu spielen. Am liebsten in Englisch, weil es halt die Originalsprache ist und meistens, nicht immer. Und komischerweise die doch für Games die Synchronsprecher meistens gut sind. Das ist jetzt nicht der Fall, wenn man von Animes oder so ausgeht, aber bei Videospielen ist doch meistens die englische Tonspur ganz cool. Ehrlich gesagt immer in der Originalsprache. So, also selbst bei Final Fantasy habe ich schon ganz gerne Untertitel mit japanischer Sprachausgabe, weil ich einfach finde, dass das am authentischsten rüberkommt, wie die Entwickler das ja wahrscheinlich auch darstellen wollten. Deutsch. Ist ja für mich ja auch eine Fremdsprache. Naja, als Ostdeutscher habe ich sowieso schon Probleme mit Hochdeutsch und wenn ich dann das Spiel noch auf Englisch stelle, um Gottes Willen, dann spiele ich es lieber auf Deutsch. Die Deutsche geht oft auch noch, aber die Übersetzungen auch von den, sag ich mal, Gegenständen oder so lassen da manchmal echt zu wünschen übrig und das tut einem dann irgendwie allein schon so in den Nackenhaare aufstellen, dass ich dann doch wieder auf Englisch stelle. Da gibt's auch noch Unterschiede, ne? Ist auch nicht immer generell, ich nehme immer irgendwie das Original, weil es halt irgendwie, der Rest ist irgendwie, die Qualität geht verloren, sondern es manchmal auch komfortabler ist, in der eigenen Sprache sich Sachen anzugucken oder zu spielen, ne? Ist einfach weniger anstrengend, ne? Schleichen sich auch weniger Fehler ein, weil das ist halt nicht meine Muttersprache und Deutsch schon. Obwohl mir auch schon passiert ist, irgendwie, dass einer ankam und gesagt hat, ja, ich spiele das Spiel lieber in Original, deswegen habe ich euer Spiel in Englisch gespielt. Ja. Und ich so, Moment, Original ist Deutsch. Warum machen wir das? Ja, also erstens. Ist das ersichtlich oder ist das nicht ersichtlich, warum wir das machen? Es hat ja mehrere Gründe und ich denke immer schon, dass das ersichtlich ist. Also erstens, wir sind ja nicht nur ziemlich deutsch, sondern wir sind darüber hinaus auch ganz schön Ruhrpott. Und lost sind wir auch. Und weil das so ist, merkt man das den Spielen auf Deutsch auch extrem an. Also die Leute in unseren Spielen, die unterhalten sich teilweise so, wie wenn du hier an eine Bude gehst.
Ein Kiosk. Eine Bierbude oder was. Ja. Und ja, echt. Mhm. Und dann steht dann da einer rum und so eine Unterhaltung, denkst du, ah, die könntest du eins zu eins ins Spiel einbauen. Ja. Und manchmal passiert das sogar. Und das heißt, wir spielen uns da selbst. Schon? Ja. Wir gehen jetzt nicht rum und bringen irgendwelche Leute um, ja. Aber wir sind schon ziemlich flapsig unterwegs hier und haben schon so eine Schnauze, ne, und machen uns irgendwie, reden auch so, wie dieses Spiel. Ne? Mhm. Wir nennen es ja auch Ruhrpott Fantasy. Ja. Ne? Ruhrpott Fantasy ist das, was wir da an Dialogen drin haben und das ist auch so, ne. Ja, wir machen das auf Deutsch. So, und gibt da, ja, bitte. Auch ganz wichtiger Punkt, ganz der wichtig. Da direkt mit reinspielt, ist Humor. Ja. Der Humor, den wir in unseren Spielen haben, der ist deutsch. Wir haben auch mal eine Sendung dazu gemacht, auch hier auf Piranha Becken TV, und zwar über Humor. Mhm. Ne? Könnt ihr nachgucken hier unten irgendwo, ist ein Jahr her oder so, oder noch länger. Wie schwer es ist, tatsächlich Humor auch einzubauen in ein Spiel. Und was blöd ist, was wie ich gerade sagte, cringe ist oder nicht oder so, das ist schon, es ist schwierig. Stimmt. Das ist ein schmaler Grat. Der es schreibt, die Umgebung, ja, wie der Typ dann aussieht, während er spricht, wie es auch noch im Synchron oder im Studio aufgenommen worden ist. Das heißt, wie der, was der sagt, wie er spricht. Und während du da sitzt und die Dialoge schreibst, hast du unheimlich viele Parameter im Kopf, die du alle berücksichtigen musst. Das stimmt. So, ja. Und da hast du nicht im Hinterkopf, wie das übersetzt wird. Mhm. Weil translated, wer macht das? Wer macht die Translation? Das macht nicht wir. Da haben wir gar keine Zeit für. Wir könnten uns sicherlich auch noch eine Abteilung irgendwo, eine Übersetzungsabteilung irgendwie daneben tun, die dann immer ständig mit übersetzt. Aber das wäre dann doppelt Arbeit. Und eigentlich sollte man den Kram dann übersetzen als Nacharbeit. Das heißt, wenn wir mit der Story fertig sind, damit man nicht Sachen doppelt und dreifach machen muss, weil Übersetzen ist teuer. Das ist nicht billig. Ja. Dieses ganze Übersetzen und in die Sprachaufnahmen gehen und auch noch die entsprechenden Sprachen und hast du nicht gesehen, ist 10-mal so teuer wie das, was wir auf Deutsch haben, wenn wir nur auf Deutsch machen würden, den ganzen Kram. Also nicht das komplette Projekt, sondern nur dieses mit Sprachaufnahmen und so weiter. So, das stimmt, ne? Das ist extrem. Was man eigentlich auch noch aufrechnen muss, ist derjenige, der die Dialoge schreibt. Aber eigentlich nur das mit dem Übersetzen ist nochmal 10-mal mehr Geld als die Sprachaufnahmen, die wir machen tatsächlich so, ne? Und das ist echt ganz schön viel. Und das klappt auch sehr gut. Ja, gibt auch manche, die sagen, ach, Übersetzung ist viel besser als das Original. Habe ich auch schon gelesen. Ja, wenn das euer Spiel ist, feel free to do it. Also das könnt ihr gerne machen. Könnt ihr auch gerne auf Englisch spielen, weil die machen einen super Job, finde ich. So. Und ja, das kommt auch ziemlich gut und gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Note. So als wenn man halt tatsächlich irgendwie Deutsch, Englisch, ist nochmal anders. Die Lippensynchronität, eine Sache noch, die ist bei beiden auch unterschiedlich. Das heißt, wir machen uns tatsächlich auch noch die Arbeit, tatsächlich auch noch die Lippen entsprechend der Sachen mit zu synchronisieren. Stimmt, das ist super und funktioniert auch erstaunlich gut. Da sind wir ein bisschen stolz drauf, dass das funktioniert. Und jetzt bei Elex 2, war mir gerade zu dem Thema eingefallen, war die Nachfrage bei den Leuten, vielen Dank dafür, auch so hoch, dass wir tatsächlich mehr Sprachen auch im gesprochenen Wort einbauen konnten im Spiel. Das heißt, es wird diesmal für Elex 2 Deutsch als Sprachausgabe geben, Englisch, Polnisch und Russisch. Das ist fett und für unsere Verhältnisse auf jeden Fall schon viel. Das ist viel, und wir hoffen, ihr habt eine Menge Spaß dann auch mit den Übersetzungen. Ob das so bleibt, wissen wir nicht. Das kann sich auch noch ändern. Da kommen manchmal auch noch Sprachen dazu, auch geschriebene Texte oder was auch immer. Das ist nie fix. Das ist auch immer im Wandel. Kommt immer wieder was Neues dazu. In dem Zusammenhang kommt natürlich auch immer gleich die Frage hinterher, ja, welche Sprache habt ihr denn im Spiel? Das könnt ihr ganz einfach nachgucken, indem ihr unser Spiel auf der Steam-Seite anschaut. Da sind alle Sprachen, die übersetzt worden sind, das sind natürlich noch viel mehr als die gesprochenen Sprachen, auch aufgelistet. Ne? Und da könnt ihr dann... Das sind dann die mit Untertiteln. Genau. Ja, so. Richtig. Genau. Also Untertitel haben wir für sehr viel mehr Sprachen und vier halt auch in Sprachausgabe. Super. Ja, wie übersetzt man den Humor, hatten wir gesagt, was alles schief gehen kann. Ja, Lost in Translation. Ich habe mal so ein paar Sachen hier gesagt, ne? Sind wir so die Klassiker, was in der Übersetzung so alles schief laufen kann. Ne? Jetzt bist du dran, sagt einer.
dann übersetzt er das mit Now it's your turn. Mhm. Und das sagt er dann auch. Ne? Jetzt bist du dran. So, das ist so ein Ding, das sieht man nicht, während man es übersetzt. Da fragt man sich mal, wie kommt das zustande? Warum ist das passiert? So, ja, derjenige, der das übersetzt hat, das Spiel sich nicht angeguckt. Ja, da müsste doch das Spiel, aber dann würde er ewig brauchen. Mhm. Ne? Muss ja auch irgendwie irgendwann fertig werden. Übersetzt die Texte. Und nicht das Bild. Ne? Ja, da muss man halt mit überlegen, welcher Situation wird das gesprochen. Oder im besten Fall macht man dann einen kleinen Kommentar daneben und kann die Situation, wenn sie jetzt losgelöst ist zum Beispiel, dann noch kurz sagen, so ist es gemeint. Unser Producer, der Michael Peck, ist derjenige, der das da koordiniert und der bemüht sich, so viel wie möglich an Informationen mit reinzugeben in die Übersetzung und in die Sprachaufnahmen der anderen Sprachen. Aber solche Sachen passieren halt trotzdem, weil es halt so ist. Die werden dann auch gefixt meist oder so, oder Namensgebung, Nasty. Das ist ein Charakter im Spiel. Kriege ich dann von Übersetzungsbüro, du weißt aber schon, dass Nasty gemein heißt, ne? Ist doch kein Name so, ne? Und dann denke ich so, wer? Nasty ist halt die Freundin von den Nasty Boys, so, ja? Die Wrestler. Die heißt halt Nasty, ist doch okay, oder nicht? Hat man auch manchmal Diskussionen mit denen, ob das cool ist oder nicht, ob man jemanden so nennen darf oder nicht. Ja gut, okay, ist halt eure Eigenheit, nennen wir sie halt Nasty. Fanden die es nicht cool. So, ne? Das Problem ist ja auch, wenn in einer anderen Sprache die Figur umbenannt wird, dann hat das natürlich Riesenprobleme. Dann raffen wir überhaupt nicht mehr, wovon die Rede ist, wenn man von HW spricht. Und wir haben nicht HW eingebaut, sondern Detlef, ja? Mhm. Und die sagen, Detlef gibt's nicht im Englischen oder was weiß ich, keine Ahnung. Das sind Eigennamen. Aber Nasty zum Beispiel, ist ein Beispiel. Wenn die sagen, es ist aber blöd, ja? Dann kommen wir nicht mehr klar, dann wissen wir nicht, wovon die Rede ist, wenn man Namen ändert. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache, oder? Irgendwie Friedensbringer und irgendwie Schießprügel, Schrottflinte, Schrotze, was weiß ich, wird alles übersetzt mit Shotgun. Stimmt. Ja. Shotgun, 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 Shotgun. Ja, nimmst du jetzt, verkaufst du mir jetzt die Shotgun oder die Shotgun? Das heißt, die müssen sich überlegen, was sie da hinschreiben. Was ist Schrotze? Es muss irgendwie übersetzt werden, dass man auch Schrotze irgendwie im Englischen und im Polnischen und Russischen und ne, die anderen Sprachen. Es ist halt so. Das ist nicht einfach. Nee. Das kann man denen ja schon gar nicht vorwerfen, wenn man so einen Mist hinschreibt. Wie soll der das übersetzen? Ja, das eine ist eben die olle Schrotze und das andere ist irgendwas Schönes. Ja. Ja, ist schon lustig, ne? Aber wenn man das dann liest, aber ein Shotgun, was haben die gemacht? Sie können nicht mal einen Shotgun hinschreiben. Ja, mir ist nichts eingefallen. Ja. Oh, ja, du hast Gott, jetzt 10 Shotguns, gib denen mal verschiedene Namen. Ja. Ja, dann muss man auch noch gucken, was auf den entsprechenden Plattformen passiert. Das heißt, ein String wird eingetragen oder wird dann übersetzt. Wie zum Beispiel Wireless Controller. Soll auf der PlayStation so heißen. Das Ding heißt aber auf der Xbox anders. Controller oder Gamepad oder irgendwie so. Das ist auch in den Compliance mit drin. Das heißt, du musst sogar unterschiedliche Strings machen. Das heißt, du musst im Source Code reinhacken, welche Version habe ich jetzt, welche Plattform, ja, und dann gucken, wie heißt das Ding denn da? Wie heißt diese Page, wo ich nachgucken kann, welche. Compliance bedeutet, dass die Anforderungen an uns stellen, was wir da machen müssen, damit die sagen, das ist für unsere Plattform in Ordnung. So. Dann geben wir das Ding in die Submission, kommt das zurück und sagen, nee, das heißt nicht Wireless Controller, das heißt irgendwie anders. Das ist auch so ein Ding, das ist halt übersetzt. Kriegst du Ärger. Ach, für uns ist das Controller da oder was. Ne? So, schreiben wir dann da rein. Mhm. Nee, dann kommt aus der Übersetzung wieder zurück. Nein, ihr müsst zwar unterschiedliche Strings machen und ihr müsst da eine Unterscheidung machen. Du könnt das ist nicht übersetzbar. Schreiben einfach das nächste Mal Fernbedienung rein. Wahrscheinlich, nee, das ist tatsächlich, ich glaube, man muss den sogar so nennen. Mhm. Sonst sagen die, nee, das ist der Wireless Controller. Es ist halt so, ne? Kabellose Fernbedienung. Ja, oder press any key. Ne? Ist halt, drücke eine beliebige Taste. Hatten die übersetzt mit press desired key. Mhm. Also das gewünschte, das desired key. Ja, haben wir natürlich dann gedönst, ne, geändert, aber Press Desired Key ist schon, das ist das erste, was man vom Spiel sieht, so, weißt du, nachdem das Splash Screen ist, das so fällt sofort auf. Oder Gender ist auch, ne, Englisch ist alles the. Oh, das ist auch schwierig teilweise. Die Mädchen und das Bus. Da machen sie die Engländer einfach, das the Mädchen und the Bus.
Ja, aber das ist doch die Mädchen. Nein, das ist das Mädchen. Das ist doch das Bus. Doch, nein, das ist der Bus. Das rafft doch keiner so. Ja, und ja, das da, ist ja auch... da kommen Sachen und Russen machen es auch ganz anders. Da müssen wir teilweise auch Strings hinzufügen, weil es irgendwie... Das ist echt total kompliziert teilweise. Dass es also tatsächlich auch noch zurückkommt, dass wir Dinge ändern müssen und unterschiedlich benennen, je nachdem, welche Sprache da ist. Mhm. Boah. Das ist schon ein großes Problem. Macht man sich kein Bild von. Ja. Wie läuft das ab? Deutsch, Englisch haben wir gerade gesagt, ne? Warum nicht, warum haben nicht alle Sprachen auch eine Sprachausgabe? Die Antwort ist einfach. Mhm. Das ist eine Kostenfrage. Ja, ganz klar. Das ist für riesig einige teuer. Lohnt sich das nicht. Da lohnt sich wohl eine Übersetzung mit Untertiteln, ja. Aber ich hätte auch gerne eine deutsche Version von Red Dead Redemption gehabt. Oh ja, das wäre echt toll. Haben die sich nicht, können die sich bestimmt GTA. Leisten. GTA, die ganzen Rockstar-Spiele so, ne? Fände ich toll. Gibt's aber nicht. Ist das Kostengründe? Keine Ahnung. Die brauchen's wahrscheinlich gar nicht. So, ne? Weil Englisch ist die Weltsprache für viele, ne? Und das ist halt so ein Ding, wo wir sagen, ja, muss man lernen. Wir Deutschen müssen Englisch lernen, wenn wir klarkommen wollen in der Welt. So, und das gilt dann auch für sowas. Ne? Mhm. Warum gibt es dafür keine Sprachausgabe? Ich weiß es nicht. Bei uns ist es auf jeden Fall eine Geldfrage. Ganz eindeutig. Und eine Aufwandsfrage. Ja, genau. Sonst könnte man ja auch wie in Polen im Fernsehen nur einen Sprecher machen. Kann man machen. Kann man machen, ja. Finden wir jetzt nicht so cool. Mhm. Naja, gut, okay. Die da wohnen, die wissen, was gemeint ist, ne? Ja. Da ist nämlich einer, der spricht dann alle irgendwie. Mädchen, Jungs, Männer, Frauen irgendwie. Und der ist dann ziemlich unemotional kommentiert dann, der Kommentator, was da gerade gesagt wird. Und das ist was völlig anderes, als hier in Deutschland passiert. Wir haben mal einen hier lebenden Pole gefragt, was er davon hält. Er fand es auch blöd. Der fand es nicht gut, ja. Na, aber ist halt so. Ist auch, glaube ich, eine Kostenfrage, ganz simpel. Gut, hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Also. Jetzt, wo wir so schön lost sind hier. Genau. Ihr sagt ja, dass Praktika bei euch grundsätzlich möglich sind. Mhm. Aber über welche E-Mail-Adresse kann man euch denn Bewerbungen schicken? Fragt eine Person. Mhm. Und dazu muss man gleich sagen, Praktika werden grundsätzlich bei uns nicht anders behandelt als freie Stellen. Diese findet man in der Regel auf unserer Piranha-Bytes-Website. Und wenn eine Stelle ausgeschrieben ist, dann kann man sich darauf bewerben und bekommt auch eine Antwort. Wenn keine Stelle ausgeschrieben ist und ihr bewerbt euch, dann haben wir leider nicht die Kapazitäten, euch trotzdem immer zu antworten. Uns ist bewusst, dass das leider blöd ist und auch zu Frust führen kann, wenn man sich irgendwo bewirbt und keine Antwort bekommt. Aber wir bekommen so viele Anfragen, dass wir das zeitlich nicht schaffen, da ständig hinterher zu sein. Und deswegen beschränken wir uns auf die Ausschreibungen, wenn wir wirklich suchen, dass wir dann auch uns darauf konzentrieren. Und das heißt, wenn sich jemand außer der Reihe bewirbt, egal ob für ein Praktikum oder für eine Stelle, dann ist das halt Glückssache, ne? Dass wir vielleicht irgendwie jetzt gerade vorhätten, jemanden auszuschreiben und es noch nicht getan haben oder sonst irgendwie was, oder dass gerade günstig irgendwo ein Platz frei ist, wo wir einen Praktikanten gebrauchen können. Aber es ist reine Glückssache. Und auf der Website, da ist auch die richtige E-Mail-Adresse dann verzeichnet. Alles klar. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Genau. Und bis nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha-Becken TV. Jo. Tschö. Tschüss. So, und jetzt ganz schnell.